Sarojasana ist eine andere Bezeichnung für Padmasana, den Lotussitz. Saroja ist nämlich eine der vielen Bezeichnungen für die Lotusblume. Die Inder lieben Lotusse und so gibt es Dutzende von Namen für die Lotusblüte und so ist Sarojasana eine der vielen Namen für den Lotussitz. Angelina zeigt, wie es geht. Setze dich auf den Boden, bringe einen Fuß auf den einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Wenn du kannst, versuche dabei, die Füße auch so nah wie möglich zur Hüftbeuge hinzubringen. Du kannst dabei die Hände auf die Knie geben, Daumen und Zeigefinger berühren sich, die Hände entweder nach unten oder auch nach oben, oder falte die Hände oder gib die Hände übereinander, oder nimm einen der vielen anderen Mudras ein, eben Handhaltungen. Sarojasana eignet sich vorzüglich für Pranayama und Meditation.